Im Kaltwalzwerk von ArcelorMittal Bremen wurde ein neuer Inspektionsstand an der Tandemstraße in Betrieb genommen. Band wird entnommen vom HKF, wird auf den Dorn gefahren, das Keul wird abgewickelt, wird gespannt, abgewickelt, weiter abgewickelt und dann wird mit Schleifkürzen Oberfläche inspiziert. Die heile Ausführung war ja, dass wir erstmal sehr weit weg vom Material waren. Um eine vernünftige Oberflächenkontrolle zu machen, mussten wir uns eigentlich mehr auf den Boden begeben, auf Bodenhöhe, hatten keinen Kantenschutz und mussten den Bandschlappen eigentlich immer wieder übers Keul überwegwerfen, wenn wir die Kontrolle beendet haben. Das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt können wir das Keul vernünftig abwickeln, wir können Kantenschutz dran machen, arbeiten somit sicher. Wir befinden uns hier im Kaltwalzwerk an der Tabeco-Anlage. Und zurzeit sind wir im Hauptleitstand von der Tandemstraße. Also gibt es drei Punkte, die sehr wichtig sind. Das ist einmal die Arbeitssicherheit. Wir mussten in der Vergangenheit immer händisch das Blech umwerfen, um auch inspizieren zu können. Dann lag das Blech letztendlich im Flurbereich von der Ergonomie sehr schlecht gewesen. Und eben halt auch die Ausleuchtung, wie kann ich Fehler erkennen, war dort an der Stelle, sagen wir mal, grenzwertig. Seitdem wir den neuen Inspektionstisch haben, hat die Technik uns abgenommen. Das Band wird eingespannt und wird letztendlich zum Inspizieren vorbereitet. Von der Ergonomie her, wir haben das Material in Hüfthöhe, wir können gut anschleifen, haben gute Sicht und können dadurch Fehler viel, viel besser erkennen. Wir fangen erstmal damit an, dass das Bund wird abgenommen vom Höckerförderer. Dann übernehmen wir das Materialstück mit dem Inspektionsdorn, fahren es in Position. Dann wird das Band eingespannt und man kann über die Bandlänge am Inspektionstisch kann man das Material anschleifen, inspizieren. Wir machen auch dann zeitgleich eine Reflexionsmessung, um zu betrachten, wie sieht das mit der Oberflächenverschmutzung aus. Und wenn die Inspektion abgeschlossen ist auf der Unterseite, ziehen wir das Materialstück zurück und haben dann die Möglichkeit, dann noch die Oberseite anzuschneiden. Also es ist schon eine Erleichterung, tatsächlich. Und wenn man eine gewisse Dicke hat und noch eine gewisse Breite, dann ist der Bandanfang früher doch recht schwer gewesen, um den übers Keul wieder rüber zu machen. Wir mussten den ja immer runterziehen und das war schon recht müßig bei breiten Bunden. Jetzt ist es also relativ einfach. Dadurch, dass man nicht mehr im Sicherheitsbereich sich aufhält, ist das von der Logik her auch schon alleine, ist es ein Gewinn. Also das ist wirklich... Ja, es ist nicht mehr so kraftaufwendig wie früher. Ja, natürlich, die Arbeitssicherheit hat sich auf jeden Fall verbessert. Die Arbeitsbedingungen sind viel, viel besser geworden an der Stelle. Und natürlich auch aufgrund der besseren Ausleuchtung und dass ich wirklich die maximale Länge dort anschleifen kann, hat sich natürlich auch die Fehlererkennung unwahrscheinlich verbessert an der Stelle. Wie dann weitergeht, ja gut, wir haben unsere Kunden natürlich die Verzinker, Bregal 1 und 2. Und Glüherei ist natürlich auch ein Kunde von uns, aber wir fahren teilweise auf Direktversand. Und das sind die Materialflüsse, die wir eben halt, ex Tandemstraße haben.